Der Atomausstieg, der beschäftigt momentan ganz Bayern. Und auch deswegen sind wir heute hier in einem Wasserkraftwerk in Regensburg. Aber nicht nur deswegen, heute ist nämlich ein spezieller Termin hier. Heute darf man sich das Kraftwerk und die dazugehörige große Turbine mal ganz aus der Nähe anschauen. Deswegen schauen wir heute auch so aus, denn dafür muss man in 10 Meter Tiefe absteigen. Einige wackelige Schritte die Leiter hinunter, dann erkennt man überhaupt erst die Größe dieser Anlage. Gut, dass das Schott das Wasser zurückhält. Unser Besuch heute ist möglich, weil die große Turbine auf Herz und Nieren geprüft wird. Deswegen liegt sie auf dem Trockenen. Wir sind sogar fast 10 Meter hier unter der Donau. Und es sind diese Revisionszeiten, die wir haben, um hier die Turbine zu besichtigen, die sonst unter Wasser ist. Also wir haben hier die Möglichkeit, Sichtkontrollen durchzuführen und wir haben hier die Möglichkeit, Dichtungen zu prüfen und auch zu schauen, ob die Stahlturbine und auch das Laufradgehäuse noch in Ordnung ist. Dann geht's noch tiefer hinein in das Ungetüm. 3,6 Megawatt Leistung würden hier normalerweise erzielt. Heute ist das nichts für Menschen mit Klaustrophobie. Ich befinde mich jetzt an einem Ort, der normalerweise gänzlich unzugänglich ist. Normalerweise läuft hier das Wasser durch, der ganze Raum ist voller Wasser. Es läuft hier um dieses Laufrad, das ja das Herz einer solchen Turbine darstellt. Dieses Laufrad kann sich sogar den Gegebenheiten anpassen, sodass diese Turbine immer einen optimalen Wirkungsgrad erzielt. Obwohl die Anlage schon seit 1977 besteht, ist sie noch durchaus konkurrenzfähig. Wasserkraft ist eben zuverlässig, wenn die Turbine ungestört arbeitet. Dafür sorgt dieser Rechen. Er blockt ungewünschtes Treibgut ab. Der Taucher baut im Moment unseren neuen Turbinenrechen ein. Das heißt, er bekommt von oben praktisch über die Rechenreinigungsmaschine den neuen Rechen oder das neue Rechensegment nach unten geliefert, sozusagen über einen Haken, und montiert ihn dann unter Wasser. Unter Wasser ein tonnenschweres Teil einbauen. Harte Arbeit für die Berufstaucher. Das Hochwasser 2013 hat hier viel Treibgut angeschwemmt. Für das Kraftwerk stellt ein Hochwasser aber kein so großes Problem dar. Normalerweise nicht, weil wir stellen dann die Anlage ab. Es ist ja auch so, dass wir dann auch fast keine Fallhöhe mehr haben, weil der Durchfluss der Donau ja so hoch ist, dass der Unterwasser so hoch ansteigt, dass das Oberwasser und das Unterwasser nahezu dasselbe Niveau haben. Und dann stellen wir die Anlage ab und die Werte sind vollständig geöffnet. So beeindruckend das Regensburger Werk auch ist, es gibt andere mit weit mehr Turbinen. Zum Beispiel Passau mit 8 Maschinen. Und die haben dann sogar noch gigantischere Ausmaße. Nur zu sehen bekommen wir sie wohl nicht so schnell. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.